Mamfax ist ein Pokémon mit dem Typ Normal. Er existiert seit der vierten Spielgeneration und entwickelt sich zu Relaxo. Mamfaxo lässt sich schon vom Weibchen durch sein blaues Fell von anderen Pokémon unterscheiden. Genau wie die letzte Stufe seiner Entwicklung Relaxo vereint Mamfaxo die zwei Grundfarben Blau und Beige. Auffällig ist ebenfalls sein großer runder Kopf, der zusammen mit seinen zwei spitzen nach oben gerichteten Ohren wohl beinahe die Hälfte seines gesamten Körpers ausmacht. Das untere Drittel von Mamfaxos Gesicht ist rundherum Beige und schließt an der oberen Linie seines Mundes ab, während sich dort die Blaufärbung über das restliche Gesicht samt Ohren zieht und es beinahe so wirkt, als würde das Pokémon eine Maske tragen, um seine Identität bei seinen Liebeszügen zu verschleiern. Da sein Kopf direkt an seinem restlichen Körper anzuliegen scheint, ist es schwer zu sagen, ob Mamfaxo über einen Hals verfügt. Sein Körper ist, wie auch sein Gesicht, sichtlich rund und erinnert an einen pelzigen Teddybären. Auf seiner Brust befindet sich ein kreisrunder beiger Fleck, während sich links über rechts jeweils ein Arm von seinem Oberkörper streckt. An seinen Händen befinden sich jeweils fünf kurze Krallen, die kaum den Anschein erwecken, als könnte man damit irgendwas festhalten. Den unteren Bereich von Mamfaxos Körper bildet eine Art Fellkleid, welches es über den Boden schleift und seine Beine komplett verdeckt. Nur durch seine Bewegung lässt sich ein kurzer Blick auf diese erhaschen. Und es hat in seiner Shiny-Form einen helleren Blauton, der den dunkleren Blauton ersetzt. Dabei benutzt Mamfaxo vor allem Attacken des Typs Normal, wie physische Attacken wie Bezirzer oder Body Slam, kann aber auch mit Biss eine Unlichtattacke oder mit Schlecker eine Geistattacke erlernen. Und hat als Fähigkeit entweder die Mitnahme, wodurch es Objekte und Items gelegentlich aufnehmen kann. Speckschicht kann es auch haben, wodurch es Schutz vor Hitze und Kälte hat und damit stark gegen Attacken der Typen Feuer und Eis ist. Oder es hat die versteckte Fähigkeit Völlerei, wodurch es ermutigt wird zum frühzeitigen Verwenden einer Beere und nicht erst kurz vor komplettem Aufbrauch seiner Kraftpunkte. Mamfaxo ist dafür bekannt, sich in der Nähe von Städten oder sogar in ihnen aufzuhalten, wo es Abfallbehälter von Restaurants oder unbeaufsichtigte Picknickkörbe nach Essen durchsucht. Man sollte sich jedoch nicht von seinem trägen Wesen beirren lassen, da Mamfaxo sonst, gerade wenn es um die Verteidigung seiner Beute geht, zu einem sehr gefährlichen Gegner werden kann. Ansonsten ist es friedliebend und scheut Konfrontationen so gut es geht. Es ist in Johto, Sinnoh, Ayanalkalos, Alola und Gala zu finden. Ihr liebt es das hohe Gras in der warmen Sonne und lebt immer in der Nähe von Beerenbäumen und Sträuchern und wartet erwartungsvoll darauf, dass eine Beere reif wird, um sie zu verputzen. Dabei muss die Entwicklung durch genügend Zuneigung, also einen hohen Freundschaftswert bei Levelaufstieg, erreicht werden, damit es sich zu Relaxo weiterentwickelt. Mit über 2 Metern und einem Kampfgewicht von 460 Kilogramm wird dann aus dem einst kleinen Pokémon ein 3,5 mal so großes und mehr als 4 mal so schweres Relaxo, welches die Grundfarben sowie die grobe Körperstruktur seines Vorgängers beibehält und seit der 8. Generation sogar zur Giga-Dynamaximierung fähig ist und eine etwas größere Veränderung dort dann bei der Aufteilung der jeweiligen Farben erkennbar ist und ihm zusätzlich ein großer Baum auf dem Bauch wächst, während er liegend in den Himmel schaut. Mit seinem Typ Normal ist es dabei immun gegen Geistattacken und im doppelten Schein gegen Kampfattacken. Hat es wie gesagt die Fähigkeit Speckschicht, dann nimmt es nur noch halb mal so viel Schaden gegen Feuer- und Eisattacken. Ansonsten machen alle restlichen Attacken normalen Schaden.